Hey, mein Name ist Dennis und heute zeige ich euch, wie ihr barocke Musik in ein modernes Stück für Schülerchor und Klavier umschreiben könnt, sodass Schülerinnen und Schüler vielleicht einen neuen Zugang zu dieser Musik finden können. Wir arrangieren heute die Air von Bach. Als Vorlage dient uns die Originalkomposition für Streicherensemble. Diese habe ich im Internet bei IMSLP gesucht, gefunden und aufgerufen. Ihr könnt die hier sehen. Ziel ist es, durch Veränderung von Rhythmik und Stil einen neuen Zugang für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Leider können wir in diesem Video nicht auf das gesamte Arrangement eingehen. Wir konzentrieren uns auf den A-Teil und ich versuche euch beispielhaft zu zeigen, wie ihr vorgehen könnt. Eine Aufnahme des gesamten Arrangements sowie von Originalen von Bach findet ihr übrigens in der Beschreibung. Werke von Bach sind besonders gut geeignet für Arrangement und Bearbeitung. Das zeigt für mich, wie flexibel und zeitlos dieser besondere Musiker zu seiner Zeit schon geschrieben hat. Starten wir nun mit dem Arrangement. Wir beginnen mit der Melodie. Die habe ich schon einmal abgeschrieben und hier notiert für euch. Ihr seht, dass sie nicht 1:1 abgeschrieben ist, sondern dass wir kleine Veränderungen gemacht haben, damit sie einfacher zu singen ist, da wir ja für Schülerchor arbeiten wollen. Im Original von Bach wiederholt sich der A-Teil. Das machen wir uns zunutze, indem wir den ersten Teil im Prinzip klassisch lassen und den zweiten Teil dann bearbeiten, um einen größeren Kontrast zu erstellen. Im zweiten Teil werden wir das Tempo verdoppeln und außerdem in den Swing-Stil gehen. Wir schauen uns das einmal an. Ihr seht, die Melodie ist fast wie im Original. Nur am Ende gehe ich stark aus dem Rhythmus raus zugunsten des Stils. Nun setzen wir die Harmonien. Obwohl wir hier eine Klavierbegleitung planen, setze ich nur Basstöne und Akkorde. Das liegt einfach daran, dass ich viel freier nach Akkorden spielen kann. Es ist natürlich auch möglich, eine Klavierbegleitung auszusetzen. Bei der Harmonik halten wir uns stark an das Original von Bach. Das ist natürlich besonders im ersten Teil deutlich, im zweiten Teil merkt man es aber auch. Auch das hören wir uns einmal an. Wir springen einmal in den neuen Teil. Ihr seht, in der Wiederholung haben wir leichte Veränderungen hinsichtlich der Rhythmik, aber auch die Akkorde haben sich leicht geändert. Wir haben leicht jazzige Tensions hinzugefügt, wie zum Beispiel hier bei dem E-Moll 7 ist eine B5 dabei. Auch rhythmisch setzen wir verschiedene Akzente, sodass der Stil des Swings noch plakativer zum Vorschein kommt. Außerdem eignet sich dieses Arrangement total für Walking Bass. Das sehen wir besonders in diesen Stellen. Hier ist eine Quarte nach oben, Quinte nach unten, Quarte nach oben. Als hätte Bach es damals schon so gewollt, meint ihr nicht? Da wir für Schulchor arrangieren, fehlen uns natürlich noch weitere Begleitstimmen. Hierbei setze ich auf eine Altstimme und eine Männerstimme. Dabei achte ich darauf, dass die Männerstimme in möglichst angenehmer Singlage bleibt. Die beiden Begleitstimmen setzen wir entweder als rhythmische Akzente, wie die Blechbläser in einer Big Band, oder als Chorsatz mit dem Sopran zusammen. Zu Beginn seht ihr als Chorsatz. Und jetzt gehen wir in den rhythmischen Teil. Einwürfe. Und jetzt wieder als Chorsatz.
und beides funktioniert wunderbar. Zum Ende der Wiederholung habt ihr schon gemerkt, dass wir die Melodie rhythmisch komplett verlassen und es alles viel freier wird. Schaut euch doch mal das ganze Arrangement an. Das findet ihr in der Beschreibung. Da seht ihr, dass es noch freier und noch wilder wird. Abschließend fehlt uns noch ein passender Text, da wir ja mit Sängerinnen und Sängern arbeiten. Ich habe mich hierbei für Vokalisen entschieden, um den Fokus komplett auf die Musik zu legen. Dabei versuche ich, ähnliche Zählzeiten mit ähnlichen Silben zu besetzen. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4, du, 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 du und alle Unzählzeiten auf wah. Du, wah, du, wah, du, wah, du. Akzente liegen bei mir bei einem bei, also du, bei und kurze und betonte Noten mit einem ba. Das klappt nicht immer, aber seid einfach experimentierfreudig. Abschließend noch Artikulation und Dynamik einfügen. Fertig ist das Arrangement. Lasst uns einmal reinhören. Nun liegt es an euch. Schnappt euch ein Stück alter Meister und versucht es zu modernisieren. Probiert viel aus und lasst viel zu. Dabei entstehen die besten Ideen. Viel Spaß!